Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 Bannerlord. Mit meiner bereits vierten Staffel der 121. Folge, immer noch am 29.05.23 in der Vorproduktion. Bevor es aber losgeht, gibt es wie immer ein herzliches Dankeschön. Und zwar geht's diesmal an die Grinsekatze. Ja, genau, die Grinsekatze von Alice im Wunderland hat sich nämlich am 26.07.22 gedacht, ey, dem Typen lasse ich mal ein öffentlich sichtbares Abo da. Herzlichen Dank dafür, du warst Nummer 945. Die Grinsekatze verschwindet aber wieder und wir befinden uns jetzt mit zwei Trupps mehr oder weniger im Krieg mit Sturgia. Das Coole ist, wir sehen immer, wo er ist. Das heißt, wenn ich ihm zu Hilfe eilen möchte oder mich schnell mit ihm vereinen möchte, um daraus eine Armee zu gründen und blabliblub, das geht dann relativ easy. Was ich gerade sehe, ist, dass Carbenzev belagert wird und Batanisch ist. Da muss ich mal im Lucky Cookie machen. Da habe ich jetzt gerade nicht geschaut. Ach. Die sind mit Sturgia im Krieg. Nee, warte. Quatsch. Nein, sie sind mit Vlandia im Krieg. Vlandia wiederum ist mit Südlichen und Sturgia im Krieg. Sieht das richtig? Ich verstehe die Anzeige gerade nicht. Warte. Hä? Nee, ich glaube, links sind wir. Rechts ist die Fraktion, die ich gerade angeklickt habe, oder? Glaube. Ja, ja, klar. Sturgia kann ja nicht mit Sturgia im Krieg sein. Also links ist unseres, rechts ist deren Zeugs. Okay, also. Batania ist mit Vlandia im Krieg. Okay. Nicht Aggressionspakt mit dem westlichen Imperium. Okay. Oder auch nicht. Na gut. Ich sehe schon, der nächste große Krieg wird entweder gegen Kusaid oder Vlandia oder beide gleichzeitig. Gut, wir müssen weitermachen. Wir brauchen da eine Entscheidung. In diesem Krieg. Na gut, hier. Bums. Und die Maßnahmen, die Nathanos und ich schon gemacht haben, jetzt hier, waren sogar schon fruchtbar. Wenn man sich das hier anschaut. Das sieht eigentlich schon recht gut aus für uns. Aber da geht natürlich noch mehr. Und bestenfalls, wenn wir dann mal endlich eine schlagkräftige Armee gründen können, holen wir uns sogar nach Omor. Hallo, Leck. Ja, Lex, mir Morsch, komm her. Ach, du Heiliger. Hallöchen. Dir geht's noch gut? Ja. Wer ist wie schnell? Ich müsste ihn erwischen können und dazu noch ein paar andere. Na gut, oder auch nicht. Stop there, Stranger. Ah, doch hier. I bid you peace. Sorge hat noch erwischt. Find out who you are, anyway. Ja, ja, ja. Hör auf zu quatschen. Kämpfe. Ich habe natürlich jetzt ein Problem, dass der einzige Vorteil, den ich gegenüber den sturgischen Truppen habe, gerade nicht so stark bei mir ausgespielt werden kann. Meine Kavallerie ist viel zu klein. Ich habe nämlich vergessen, dass ich auch wieder neue Kavalleristen mitnehme. Also ich habe nicht mal Wigler-Rekruten mitgenommen, geschweige denn schon was Berittenes, was wie die Equest. Aber wir kriegen es trotzdem hin, ne? Dafür haben wir ja nun wirklich auch relativ zähe Infanterie. Sag mal, was ist denn jetzt schon wieder für eine Aufteilung hier? Ach nee. Sorry. Das sind meine Briten und Bogenschützen. So, dann hier die 4 und da die 5. So. Ach, die kommen ja schon. Ja, schön. Oh, nee. Die kommen doch nicht. Feiglinge! Au. Ich hab gehofft, der reitet vorbei. Ah, oh, den haben sie erwischt. Ah ja, und jetzt machen sie Auto-Charge. Okay. Ah ne, Quatsch. Der Anführer ist ja der da, wa? Na, blöder Hund. Okay, die Bogenschützen. Wie immer. Zurückfallen lassen.
Ich halte sie noch ein bisschen auf, Männer. Infanterie-Charge. Na gut. Die vier hierhin, die fünf. Darf jagen gehen. Banner! Mist daneben. Boah, das mit dem Nebel sah gerade cool aus. Oder Staub und Nebel irgendwie so. Okay. Nur Verwundete, sehr schön. Oh, sogar Bogenschützen dabei gewesen, okay. So, mein Gefangener, Gefangener. Gefangene nehmen wir mit. 21 Leute wollen aufleveln, das ist doch wunderbar. Jetzt habe ich wieder meine 30 berittenen Bogenschützen. Moment, ich hatte doch gerade 30 auf dem Feld. Achso, mich selbst wieder eingerechnet, also haben wir eigentlich 31. Okay, der Rest wird wieder zu normalen Bogenschützen gemacht. So. 50 Bogenschützen, wunderbar. Das heißt, diese 12 Rekruten hier brauche ich eigentlich theoretisch gar nicht jetzt nur noch zur Infanterie machen, weil wir haben einen sehr großen Anteil in Infanterie. Stattdessen lieber wieder zur Kavallerie machen, dass ich da mindestens 50 habe, wenn nicht sogar 60. Ich denke, das werden wir machen. Aber vorher müssen wir noch ein bisschen aufräumen hier, ne? Mit Lance, immer her damit. Ja. Level 5? Moment. Hat das schon? Hat er auch schon. Okay. Alea auch. Okay. Gut, dann nicht. Wiederhakenpfeile sind nicht so die tollsten. Also, gibt bessere, meine ich damit. Oh. Nö, passt. Wackelt, hat Luft. Sind hier 70 mindestens auf dem Weg nach unten. Die Dorfbewohner können wir ignorieren, aber die hier, die können wir doch jetzt schön da in die Ecke drängen und dann catchen, oder? Ich muss bloß erstmal diesen unten organisierten Malus loswerden. Ja, das sieht doch gut aus. 5,1, rein da. Oh, dann auf den da. Na, Mist. Man sollte den nehmen, der am weitesten hinten läuft, ne? So. Boah, hübsches Schlachtfeld. Kann man nicht meckern. Machen wir mal wieder eine Reihe. So. Auch wieder die berittenen Bogenschützen dahinter für mehr Feuerkraft. Hier wieder klassisch die 4. Und da wieder klassisch die 5. Oh, die sind aber weit hinten gespawnt diesmal. Ja, sieht daher mittlerweile recht ordentlich aus, was ihr hier veranstaltet. Ah, da oben, okay. Moment mal, der hat keine Berittenen doch da, den einen. Nicht mehr lange. Nee. Ihr doch. Zurück auf Position. Aber seit wann haben eigentlich die Sturgeher berittene Bogenschützen als Anführer? Oder sind das Kusaiten, die hier rekrutiert wurden? Haltet ihn mal auf. Okay. Die Drohnen. Klingt für mich sturgisch. Oh, da fliegen jetzt Speere. Ach! Geht doch. Nein. Okay, Infanterie-Charge. 4 hierhin. Thanks, da. Hier rein. 5 auf die Hansitz da hinten.
Wieso zum Geier hat er hier hinten noch Bogenschützen rumrennen? Alles klar. Nicht, dass er überhaupt eine Chance gehabt hätte, aber alles klar. Alles klar. So. Wieder ein bisschen Gold, wieder ein bisschen Gefangene. Die nehmen wir noch mit und wieder 22, die aufleveln wollen. Sehr schön. Was haben wir gerade mehr? Legionäre oder Piken? Wir nehmen Legionäre. So. Wir müssen wieder schlachten. Definitiv. Midlands sind immer gut. Ich glaube, ich muss mal nachzählen hier. Wir haben ganz knapp zu wenig Pferde, glaube ich, grob überschlagen. Bei euch muss ich nochmal reingucken. Ich weiß nämlich immer nicht so genau, wie gut ich euch mittlerweile ausgerüstet habe. Und hier sehe ich doch schon eine Verbesserungsmöglichkeit. Aber das war es auch schon wieder. Nee. Passt, Wacket hat Luft. Wieder zwei Trupps erledigt. 64er Kriegsmüdigkeit. Oh. Oh, Futter. Aber ich habe langsam keinen Platz mehr für Gefangene. Langsam. Kein Platz mehr. Und eigentlich wollte ich gerne noch einen kleinen Austausch vornehmen bei der Garnison von Resos und bei meiner Truppe, weil Garnison von Resos hat ja viele Equis. Die hätte ich dann gerne mitgenommen. Ah, okay. Das Bruderherz. Bruder, was meinst du? Schaffen wir das auch so? Ja? Ach gut, du reist gerade zurück. Wahrscheinlich will er auch verkaufen gehen, ne? Oder neu rekrutieren? Was macht er? Oh nein, er geht Burg Onika verteidigen. Och nö. Nö, Bruder, so nicht. Nö, 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 nö. Oh, warte mal, hier sind mehr Truppen frei geworden. Nikasor? Ja? Ich habe schon wieder vergessen, wie viel Verteidiger Omor hatte. Nathanas, du kommst auf jeden Fall mit. Ist mir egal, was du gerade vorhattest. Ich habe keine Lust, dich da hinten jetzt in so einer sinnlosen Verteidigungsaktion zu verlieren. Aber pro Folge 4 Lords, die wir hier killen, oder? Schlachten wollten wir noch, genau. Keine Ahnung, warum ich das jetzt gemacht habe. Das noch weg. Jetzt frage ich mich, ob es Sinn machen würde, Nathanos Schildbanner oder sowas ähnliches in die Hand zu drücken und ob er sich dann ausrüstet, aber er hat ja keine Gefährten. Er kann auch keine Gefährten haben. Er könnte höchstens selbst ein Banner tragen. Apropos, kann es sein, dass ich vergessen habe, ihm das Banner wegzunehmen? Kann ich jetzt natürlich nicht nachgucken. Blöd. Okay. Wir gehen, wie gesagt, trotzdem mal kurz nach Resos. Ich will ein bisschen austauschen, damit wir wieder auf eine 50er Kavallerie kommen. Wenn nicht sogar 60 Kavallerie. Was? Argoron rebelliert? Sieht aber nicht so aus. Was sehe ich denn hier? Moment mal. Ach, sind natürlich zu schnell. Narf! Na, wir werden ja schon das gleich wieder losschicken. So. Garnison. Ihr kriegt Nee, warte. Mist. Das war zu viel. Ich habe die Bogenschützen mit rausgeschickt. Wollte ich gar nicht. Ich hatte es eigentlich noch vor Aufnahmebeginn ein bisschen sortiert hier.
ging aber irgendwie schief. genau. Zack, 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 zack. Die sollten raus. So. Dann Equest. So, dann können wir nämlich noch 20 Truppen insgesamt mitnehmen. Und da bin ich jetzt mal überlegen, ob wir doch noch mehr berittene Bogenschützen machen wollen. Einziges Problem ist bloß, die haben wir nicht auf Vorrat. Weil ihr habt es gesehen, die berittene Bogenschützen, die können echt bös Aua machen. Oder ich mache stattdessen nochmal 50 Kavalleristen. 20 weitere, so rum. Ja, komm, warum nicht? So. 70. Also insgesamt 100 Berittene, ja. Das heißt, ich muss dann hier drauf rechnen. 136 Pferde muss ich dann rechnen. Also zum Reiten Pferde, nicht Lastpferde. Wir haben jetzt bestimmt Herdemalus? Nicht? Hä? Aber ich hab doch zu viele Pferde. Hä? Ach nein. Auch die Kavallerie darf ja noch zusätzlich ein Pferd haben für Lastenverteilung und so. Ah, alles klar. Gut. Pass, Wackel hat Luft. Wir reiten mal hier lang, um zu gucken, wo die hier gerade hin wollten. Oh, Garn ist aufgestiegen. Cool. Garn, mein Freund. Schön, dass du mal wieder levelst. Ja gut, da ist, ich glaube, das wird nichts mehr hier. Speer? Ist er denn mein Speer? Eigentlich nicht, oder? Moment mal. Wer ist mein Speer? Garn. Hoppla. Er ist mein Speer, Hauptmann und Hilfsschmied. Und obwohl er Speer ist, habe ich ihn irgendwie nie so wirklich in Spähen geskillt. Ich bin auch ein Held, ne? Okay. Ah, der Tag befürchtet. Jetzt jagen die meine Karawanen. Okay. Nathanas, Fass. Achso, die Armee kann ich auflösen. Wo ist Nathanas? Hier. 5 Stunden ungeordnet? Ja, okay. Nein. Aus. Weg da. Stop there, Stranger. Ha, da ist Nathanas. Gut, ergib dich. Willst du immer noch nicht? Verstehe ich nicht. 1:10 überlegen und der sagt, nö. Deus Vult. Oder so ähnlich. Aber das wird jetzt wieder nervig. So, und dürfen wir uns aufstellen? Ist schon Maximum, wa? Ja, okay. Oder ich schicke einfach mal die Kavallerie vor. Ach komm. Alle Charge. Also nicht nur, dass wir eine erdrückte Übermacht haben, sondern ich will ja auch meine Kavalleristen skillen, damit die halt zu Kataphrakten gemacht werden können. Was wiederum bedeutet, ich werde wieder teure Pferde einkaufen müssen auf Dauer. Hallöchen, Popöchen! Au! Den habe ich nicht mal kommen sehen, den Schlag. Stich, wie auch immer. Ich habe auf einen anderen Typ geachtet. Komm her, du Kamel! Und ich meinte den Reiter! Komm her hier! Kommst du? So blind, ne? Das ist meine Farbe. Das war Verbündeter. Ich hab nicht mal auf den Sound geachtet. Mann. Ah, was ist los mit mir? So, das war ein Gilman. Platz da, Mazda. Ey. Das war ein Anschlag. Ein Verräter in unseren Reihen. Er hat mich geschlagen. Haha!
So. Und da noch. Ja, genau, dieser Kamelreiter da. Der hat ein blaues Schild. Blaues Schild heißt Feind. Komm her. Okay, noch nicht. Alles ein bisschen chaotisch hier. Guck. Och Mann, Junge. Ach, rennt er mir volle Kante in den Weg. Gut. War jetzt noch nicht nennenswert die Schlacht, aber hat Spaß gemacht. Oha. Was zum Geier? Gut. Sind die alle mal einfach so aufgestiegen, was sie es können? Alles klar. Passt. So. Kriegskamel. Nee, das lasse ich. Die Gefahr ist einfach zu groß, dass ich es vergesse zu schlachten. Und dann ein Kamel in unserer Kavallerie rumreitet. Ich finde das so unpassend einfach fürs Imperium. Genauso wie auch fürs Sturgia. Gut, wird gespendet. So. Na, jetzt kommt her, ihr Feiglinge. Na. Gib's doch nicht. Stehen bleiben, Polizei. Ich hab 4,1, warum überhole ich den nicht? Na. Mist. So, war hier nicht die Rede von Rebellen? Gut, wir sind viel zu weit weg von der Front. Was tust du denn jetzt schon wieder? Er verfolgt ihn immer noch. Und du meinst, du schaffst das, ja? Okay, na dann hast du viel Spaß. Oh. Zack, zack, zack. Und hier ist auch was passiert bei Garn. Erneut bei Spähen. Sehr schön. Reisegeschwindigkeit in Wüsten und Dünen oder aber Stadthalter Steuereinnahmen. Nee. Dann minus 50% Malus auf Reisegeschwindigkeit durch Wälder, wenn euer Trupp zumindest 75% aus Infanterie besteht. Ja, toll. Schön, dass ich das gerade ändere. Dass wir aus mehr Kavallerie bestehen. Na. Aber Wüsten und Dünen? Nee. Ja, dann nimm erstmal das. Vielleicht habe ich irgendwann mal die Muße und sage, wir machen heute mal keine Kavallerie, machen nur Infanterie. Mal gucken. Aber ich sehe gerade, beide Kriege sind zu unseren Gunsten recht gut im Fortschritt hier. Hatte ich wieder Gefangene? Ja. Gehen wir die mal schnell noch verkaufen. Kriegt ja ständig diese Meldung, dass sie rekrutiert werden wollen. So. Nö, es passt. Ja. Wie geht's denn meinen Werkstätten? Ja, Schmiede macht jetzt mehr Gewinn als die Schreinerei. Brauerei, naja, geht so, ne? Ist halt generell nicht so die Ware, die viel Geld abwirft, weil die halt wirklich nur Bier produzieren. Ich glaube, ich ändere das wirklich bald mal um auf Samtweberei, aber bestenfalls hätte ich dann schon gerne eine Stadt, wo wir auch Rohseide regelmäßig hingeliefert bekommen, sonst muss ich das immer manuell liefern. Ah, da haben sie was erwischt. Was hier los? Lösegeld? Kannst vergessen. Hier wird geköpft nachher. Da. Nein. Achso. Jetzt geht's um Onika. Naja, ihr macht schon, ihr macht schon. Ja, los. Apropos. Mist. Die Seeratten sind schon wieder rausgegangen aus dem Clan. Aus dem Vertrag hier, wa? Ja, ja. Die sind schon wieder raus. Könnte nochmal 300 dazu holen.
370. Das könnte gerade so funktionieren. Ich muss jetzt aber erstmal gucken, wie gut Onor verteidigt ist. Omor, meine ich. Vor allem, wenn ich sowas hier schon wieder sehe. Komm mal her hier. So. Oh, zahlenmäßig gleich auf, aber Qualität. Naja, fast gleich auf. Also wenn das jetzt, meine ich, gleich mega viel Ruhm bringt oder Ehre, Einflusspunkte meine ich, dann weiß ich ja auch nicht. Oh, das Schlachtfeld ist auch sehr schön eigentlich. Mit der Flankenabsicherung hier sowieso immer geil. Diesmal mal gleich Schildwall rein und stell die diesmal so auf. Was ihnen nichts bringt in einer Reihe, dann machen wir mindestens zwei rein. Uff. Vielleicht sollte ich die Bogenschützen doch mal ein bisschen tiefer aufstellen in zwei Reihen. So. Das war die falsche Truppe, Robin. Genau, so. So. Ja, die direkt so wie sie sind eigentlich schon dahinter. Die wieder auf die linke Flanke. Die wieder auf die rechte Flanke. Und vor allem, jetzt haben wir auch mal vernünftige Truppenanzahl hier. Für Kavallerie. Ja, moin! Wie, ihr haut ab? Kommt her! Feiglinge! Okay. Wir haben keine Lust zu spielen. Müssen wir hinterherlaufen. Macht mal Schildwall raus, dann seid ihr schneller. Ach, geht doch. Nein! Entschuldigung! So, bevor ich nochmal einen verschwende hier. Was macht er denn jetzt? Jetzt geht er da. Hä? Moment. Was tut er? Ich weiß ja nicht, was du davor hast, aber ich kann mich da auch anpassen. Das könnte immer. Hä? Ist okay. Machen wir. Kriegen wir hin. Oh, klack, 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 hat's wieder gemacht. Oh, apropos klack, 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 ich will mal ein bisschen Kavallerie töten. Vor allem Bannerträger macht immer Spaß. Nein. Der Lanze ausgewichen und den dahinter erwischt. Sehr geil. Herrlich. So. Kann man das Banner auch klauen? Nee. Aua. Spielverderber. Ach, aber der sieht irgendwie aus wie ein Vlandianer Vorreiter, ne? Oder Vorhutreiter hießen die, glaube ich. Dann auch eine Hippe dazu, das ist doch ein Anführer. Ja, Liena. Lass sie mir! Ach! So, damit hat der Gegner faktisch keine Kavallerie mehr. Sehr schön. Und wir schießen sie weiter nieder. Apropos schießen. Ein bisschen stänkern hier. Ich
Ich finde es immer wieder interessant, dass er uns den Rücken zudrehen und dabei den Beschuss in den Rücken in Kauf nehmen. Was wird ein Defekt mal fragen darf? Spinnst du? Oh. So, nehmen wir nochmal den Rücken des Feindes. Falsche Taste. So. Das Banner fällt. Die Männer auch. Oh, der hebt einfach die Flagge wieder auf. Der spinnt wohl. Ah, geht doch. So, Charge der Infanterie. Bogenschützen halt ein bisschen zu spät zurückgezogen. 4 hierhin. Und das war die falsche, wie ich gerade sehe, okay. Ja gut, dann allgemeiner Charge der Kavallerie. Ich dachte irgendwie, die 4 steht da. Warum auch immer. Moin. Oh, okay. Wieder eine sitzende Leiche hier. Ich habe immer noch keine Ahnung, was er sich damit taktisch erhofft hat, dafür, dass er einfach bloß hier rübergelaufen ist. Ja. 3 Verluste insgesamt, davon Bogenschützen, die kriegen wir schnell wieder ran. Das ist okay. Und gefangen nehmen. Und gefangen nehmen. Und gefangen nehmen. Und gefangen nehmen. Warum habe ich denn jetzt hier oben wieder so eine Streifen? Oh! Ich habe keine Streitrösser mehr? Ach hey! Ja gut, ich habe gerade 36 Equests zu schwere Kavallerie gemacht. Das könnt's erklären. Muss es aber nicht. Okay. Muss ich wahrscheinlich mal gucken gehen. Banner, Sturmangriff, Schaden 10. Habe ich denn eigentlich euch Banner gegeben? Nee, auch nicht. Was habe ich denn da gemacht? Total vergessen. Oh. Ist okay. Nee. Hier und was? Geklammerter Dreieckschild, aha. Aber auch nur Level 3. Hier. Lanze anlegen, Level 4. Malup, viel Spaß mit deinem neuen Speer. Was hattest du nochmal? Du hast halt bloß einen Langspeer. Haben wir davon noch sowas? Hier was nichts Nennenswertes. Nee. Können wir zu Erfahrungspunkte umwandeln. Alles klar. Dann haben wir hier noch was aufzuleveln. Alle bitte. Danke. Ja, auch nochmal. Da auch. So. Und wieder zu Köpfen. Ach du Heilige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Unter anderem auch Faven und Orik und Liena. Oh. Tut einem schon ein bisschen in der Seele weh, wenn man sich bedenkt, dass ich auch mein Let's Play als Sturger gemacht habe. Aber Wolf muss sich rächen. Ich staune übrigens, dass mir noch keiner abgehauen ist, ne, aus der Gefangenschaft. Ich bin auch sehr gespannt, ob es wirklich machbar ist, sturgische Clans komplett auszulöschen. Ich hatte schon mal vor einer ganzen Weile Videos dazu gesehen, aber das war halt auf einem amerikanischen Kanal und das auch noch zusätzlich zu einer älteren Version des Spiels. Bin gespannt, ob das mittlerweile auch so geht. So. Gut, liebe Leute, das war's schon ja für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao.